Jugendlichen, weil Sprechen ist besser als Schießen. Und Wien bietet sich an als Ort für Verhandlungen. There is the role of the European Union and there is the overall position of the European Union. Wir brauchen ein Europa mit mehr Stärke nach außen und mehr Freiheit nach innen. Ja, wir erleben eine Gesundheitskrise. Das ist nämlich die Pandemie, eine Krise größten Ausmaßes. Wir haben in den Episoden dieses Videopodcasts schon viele Facetten diskutiert, Arbeit und Wirtschaft. Aber es gibt ja keinen Bereich von Gesellschaft, Staat, Welt, der nicht betroffen ist von der Pandemie. Aber der Ursprung und was uns täglich beschäftigt, ist die Gesundheit. Deshalb freue ich mich darüber, heute vier absolute Fachleute im Bereich der Gesundheit und auch der Bewältigung der Herausforderungen auf jeder Ebene zu Gast zu haben in dieser Episode des Videopodcasts. Herzlich willkommen an alle vier und ich möchte gleich starten mit meiner Einstiegsfrage an Birgitta Haltmeier. Sie ist in Berndorf kommunalpolitisch tätig, ist dort im Team Berndorf, ist die engste Vertraute des Bürgermeisters, ist Mutter und Juristin, ist ebenfalls tätig an der medizinrechtlichen Fakultät der Universität Wien und hat in Berndorf in ihrer kommunalpolitischen Verantwortung nach meiner Wahrnehmung ab dem ersten Tag der Krise Krisenbewältigung betrieben. Erstens danke dafür und zweitens, Birgitta, was genau habt ihr denn dort gemacht? Hallo Lukas, vielen Dank für die Einladung. Ja, du hast schon gesagt, ich bin seit 2008 auf der Meduni tätig. Durfte dann im März als Stadträtin in der Lokalpolitik beginnen. Ziemlich gleichzeitig dazu ist einfach diese Corona-Krise losgegangen, die uns einmal eine Vollbremsung beschert hat in unserer kommunalpolitischen Tätigkeit, weil wir eigentlich mit ganz vielen Projekten starten wollten, die wir aus dem Wahlkampf mitgenommen haben, wollten da vieles modernisieren und umsetzen und hatten dann einfach wirklich dieses Thema, dass ich natürlich noch einmal viel stärker durch meine berufliche Tätigkeit auch mitgenommen habe in den Ort. Komplette Vollbremsung, Runterfahren des Systems. Wie gehen wir da mit den Menschen um und vor allem, wie können wir da auch die Sorgen und Ängste der Menschen auffangen, die ja einfach wirklich ganz stark auch berührt gewesen sind. Und wir haben deswegen einfach mal ganz, ganz schnell ein Team Berndorf gegründet, wo wir aus dem Meldeverzeichnis heraus alle über 65-jährigen Berndorfer herausgefiltert haben, die doch ein paar tausend sind, haben die dann ganz bewusst mit einem Brief angeschrieben und ihnen erklärt, dass wir gerne alle Fraktionen gemeinsam in einem Projekt für sie da sein wollen, wo wir sie mit Einkäufen versorgt haben, auch mit Medikamenten, mit den Ärzten gemeinsam in enger Zusammenarbeit. Und auch mit frisch gekochten Mahlzeiten aus unserer Gastronomie, die dann ja auch geschlossen halten musste. Und ich muss sagen, das hat sehr gut funktioniert, ist sehr gut angelaufen. Wir haben es bis jetzt laufen. Also wir haben wirklich in der Woche mehrere hunderte Mahlzeiten, die wir einfach austeilen. Und vor allem auch, was ganz, ganz gut angenommen wird vom ersten Tag an, sind die Medikamentenlieferungen. Weil einfach die gerade über 65-Jährigen gemerkt haben, sie sind ja doch regelmäßig in medizinischer Betreuung bei ihren Hausärzten. Und es funktioniert ganz gut, dass sie beim Hausarzt mal anrufen, den Hausarzt fragen, muss ich kommen mit meinem Anliegen oder funktioniert es vielleicht direkt in die Apotheke ein Rezept zu schicken. Der Hausarzt hat eben das für sie übernommen und wir haben als Team Berndorf dann einfach unsere geschulten Einkäufer dann in die Apotheke geschickt, die dann gleich kontaktlos und auch bargeldlos, also die Bezahlung funktioniert mit Vorauszahlungen über die Stadtgemeinde, dann eben diese Medikamente liefern konnten. Und da haben einfach alle unsere praktischen Ärzte gesagt, dass das wirklich ganz, ganz toll funktioniert, weil es so quasi eine Vorselektion auch am Telefon schon gegeben hat, wo ist es notwendig zu kommen und wo nicht. Und wir damit in weiterer Folge einfach den Personen daheim viel Sicherheit geben konnten. Ganz toll. Ich finde es auch wichtig, dass wir das heute festhalten in dieser Episode und dass das einfach auch weitergetragen wird, auch nach der Krise, weil es ein Beispiel dafür ist, wie Menschen helfen können. Und das heißt Krisenmodus. Und das verlangt der Krisenmodus und das
ist eben nicht nur auf der ganz großen Ebene in Österreich gelungen, sondern zivilgesellschaftlich und eben auch lokal, so wie ihr das eigentlich sehr, sehr umfassend gemacht habt, einen richtigen Betrieb hochgezogen, Birgitta in Berndorf. Wir haben Tag für Tag immer wieder neue Ideen, auch jetzt in Richtung Zaunkonzerte für die Pflegeheimbewohner, die auch keine Besuche empfangen konnten und auch einfach die ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht rein durften. Oder dass dann ein buntes Bilderprojekt entwickelt wurde, wo einfach alle Volksschüler, die daheim gewesen sind, begonnen haben, Bilder zu malen, die wir dann mit Ostergrüßen an die Personen daheim verschickt haben. Also ja. Mich hat das wirklich, wo wir gesagt haben, wir müssen auf soziale Distanz gehen. Aber in Wahrheit haben wir gemerkt, wir wachsen gerade im Ort viel stärker zusammen. Ja, die Kreativität wird wirklich angekurbelt in der Pandemie, weil es muss auch jemand organisieren und Innovation machen, so wie ihr das gemacht habt. Leopold Michael Marzi ist auch in unserem Videopodcast heute, ist einer der absoluten Fachleute im Medizinrecht in Österreich, war Leiter der Rechtsabteilung des AKH, ist heute in der ärztlichen Direktion des AKH und hat einen seiner Arbeitsschwerpunkte, das ist die Prävention. Und da interessiert mich natürlich aus Ihrer Perspektive, Herr Marzi, wie waren wir denn vorbereitet? Ich glaube, dass wir in Österreich gut umgegangen sind mit der Krise, sagen ja nicht nur wir, das ist gar nicht unsere Rolle, aber wird uns weltweit bestätigt. Aber wie können wir denn lernen aus der Art der Prävention früher für diese Gesundheitskrise? Und es wird andere Krisen geben, hoffentlich kleinere, aber möglicherweise auch Gesundheitskrisen. Wie können wir lernen für die Zukunft, um besser aufgestellt zu sein? Also zunächst einmal ist Österreich gut ausgestiegen. Bisher aus dieser Krise, die Daten zeigen das ganz deutlich. Die Schweiz, die ja gleich groß ist und die gleiche geografische Lage hat, hat ja doppelt so viel Infizierte und dreimal so viel Tote, offiziell. Also so schlecht haben wir es nicht gemacht als Österreich, aber meine Überlegung geht ja viel weiter. Wir hatten 100 Jahre keine Pandemie. Die spanische Grippe 1918, 1920, drei Jahre gelaufen, ist genau 100 Jahre her. Das heißt, es gibt niemanden, der diese Krise von damals erlebt hätte, geschweige denn bewältigen könnte, weil vieles auch viel schneller ist. Man darf nicht vergessen, dass der internationale Flugverkehr, der da damals nicht vorhanden war, es auch ermöglicht hat, dass sich diese Dinge sehr rasch verbreiten. Und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, das kann sich wiederholen. Und das, was jetzt vielleicht entschuldbar war, darf nie wieder passieren, nämlich dass es so lang dauert, bis Modelle anlaufen, die dann greifen. Es wird manchmal gesagt, dass die Europäische Union versagt hätte. Das kann man aber nicht behaupten, weil es gar keine Kompetenz gibt. Die Europäische Union hat im Artikel 168 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gar keine Kompetenz geschaffen, nur ansatzweise im Artikel 168 Absatz 5 gibt es da so eine kleine Passage. Und was ich vorschlage, und das ist jetzt sozusagen Gegenstand auch einer Aussage, die ich publizieren werde, ist, dass die Europäische Union eine Kompetenz braucht und eine Behörde, die wirklich von A bis Z das Ganze abdeckt. Und vor allem ist mir wichtig, Prävention beginnt ganz früh, also wenn es noch gar keine Pandemie gibt. Und das Nächste, was ganz wichtig ist, das Personal zu schützen, das in helfenden Berufen tätig ist. Das bedeutet, dass ausreichend Materialien vorhanden sind, sei es Schutzmasken, Schutzkleidung oder Desinfektionsmittel, die dann nicht medienwirksam aus Asien eingeflogen werden müssen, sondern die müssen schon da sein. Und es muss einen Standard geben oder Standards geben, wie solche Dinge vorgehalten werden müssen, die auch von einer Behörde, die überregional tätig ist, kontrolliert werden. Und was ganz wichtig ist, dass hätten wir das gehabt in der Corona-Krise jetzt im Februar 2020, dann hätte Italien Hilfe bekommen von anderen EU-Staaten, sei es durch Personalbeistellung oder auch, dass wir Patienten übernommen hätten, sodass das gar nicht erst expandieren kann. Sehr interessant, wichtiger Punkt natürlich auf europäischer Ebene auch und entscheidend wird wahrscheinlich immer in der Krise die politische Entscheidung dann sein, dass das, was Gesundheitswesen immer ist, nämlich eine Querschnittsmaterie, dass das dann aber auch zum Tragen kommt, wenn akut eine solche Krise zu bewältigen ist, weil wir haben ja gesehen, von den Grenzen über die Waren- und Dienstleistungsfreiheit bis zur Bildung, zu den Schulen, natürlich auch die gesamte Arbeitswelt, waren so viele Bereiche betroffen, dass eine solche Bündelung für den Krisenfall
wirklich wichtig ist. Und ein alter militärischer Grundsatz heißt ja, gekonnt wird, was geübt wurde. Also wir werden nicht nur lernen müssen, wir werden es auch üben müssen, weil es wird hoffentlich viele Jahrzehnte dauern, bis es wieder eine Gesundheitskrise gibt. Aber dann gut vorbereitet zu sein und unsere Vorbereitung und unser Wissen dann auch mit anderen Teilen der Welt zu teilen, dass wir in Europa auch agglomerieren und aufbauen können, das wird wichtig sein. Ich möchte zu Markus Grimm weiterleiten. Er ist Leiter der Rechtsabteilung der Universität Wien. Ich muss mich korrigieren. Ich habe das in der Vorstellung bei der Birgitta vorhin falsch gesagt. Und Markus Grimm wird aus dieser Perspektive, von der ich weiß, dass ihr sehr früh dran wart, wenn ich das so sagen darf, im Verständnis dessen, was sich hier abspielt. Seine Perspektive, Markus Grimm, auf die Pandemie interessiert mich und vor allem die Einstiegsfrage, warum hattet ihr denn ein so, ich würde sagen, prophetisches Dasein, dass ihr früher als andere realisiert habt, was da auf uns zukommt? Ja, vielen Dank. Vielleicht kurz zur Erläuterung, die Universitätskliniken bei uns sind ja Teil der MedUni und des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien. Die Ärzte sind allesamt bei der MedUni beschäftigt. Und wir sind ja in der glücklichen Situation, dass wir eine Reihe an exzellenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Ärzten, Ärztinnen hier bei uns an der Institution haben, die ja jetzt auch zahlreich ihre Meinungen und ihre Expertise einfließen lassen dürfen und können im Sinne dieses nationalen Schulterschlusses, weil wenn man da anknüpft jetzt, ich glaube, dass wir jetzt gerade auf EU-Ebene gesagt haben, ist es bei uns auch in Österreich nicht selbstverständlich, dieser nationale Schulterschluss über alle Bundesländer hinweg. Ich glaube, dass das auch ein wesentlicher Faktor war, dass es hier bundesweite Maßnahmen gegeben hat und dann sehr frühzeitig auch mit den Krisenstäben und den Expertengremien unter Beobachtung der Entwicklungen im Umland und international auch alle wissenschaftlichen Expertisen, die hier laufend ja entstehen. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Faktor war. Man konnte eben hier wirklich schon also auf die Tage vorausblicken, dass wir eben 2 Wochen etwa hinter Italien waren und. Das große Problem an der gesamten Situation ist, dass es eben anders als sonst im medizinischen Bereich, wo man sonst nach Evidenz ja handelt, wir hier keine Evidenz haben. Das heißt, jegliche Handlungen in dieser Situation sind mit gewissen Unsicherheitsfaktoren behaftet. Das heißt, man kann hier gewisse Ergebnisse zwar zurückschauend von anderen Staaten eben hier berücksichtigen, aber letztlich ist es dann entscheidend, dann Entscheidungen auch zu treffen, ohne dass man genau weiß, ob sie dann in der momentanen Situation die richtigen sind. Wie sich jetzt herausgestellt hat, dürfte dies wirklich in Österreich der Fall gewesen sein, dass alle Maßnahmen, die hier gesetzt wurden, unter breiter Akzeptanz der Wissenschaft auch hier gegriffen haben. Und dass man hier entsprechende Vorkehrungen dann auch trifft in den Häusern. Ein ganz wesentlicher Punkt in Österreich war sicher, dass man eben geschaut hat, dass Erkrankte nicht in die Spitäler kommen, sondern zu Hause gehalten werden, dort die Untersuchungen gemacht werden. Das war mal der erste wichtige Punkt und dass man dann eben schon frühzeitig auch Ressourcen vorgehalten hat für einerseits Covid-Patientinnen und Patienten, aber natürlich auch für sonstige Patientinnen und Patienten, die eine Behandlung bedürfen. Vielen Dank für den Überblick. Bernhard Kartlitz leitet die kaufmännische Abteilung des Landesklinikums St. Pölten, das einer großen Erweiterung unterworfen ist, das ausgebaut wird. Auch das wird von Bernhard Kartlitz organisiert. Und Bernhard, du unterrichtest auch am IMC Krems als Hochschullehrender. Jetzt weiß ich, dass die Landeskliniken in Niederösterreich sowie alle Kliniken, übrigens das Landesklinikum St. Pölten ist ja ein Universitätsklinikum mittlerweile, jetzt weiß ich, dass die sich gut aufgestellt haben, um für vor allem die erste große Welle, den Hammer, gerüstet zu sein, um Covid-Patientinnen und Patienten in einer größeren Anzahl aufnehmen zu können. Also meine erste Frage ist, wie hat denn das funktioniert? Und auch an dich die Frage, wie hast du die ersten Tage der Krise erlebt? Danke, Lukas, für diese Einladung. Es war in der Tat eine sehr herausfordernde Zeit, weil wir diesen Zeitpunkt der
Corona-Krise gleichzeitig erlebt haben mit einem Meilenstein in der österreichischen Gesundheitslandschaft, nämlich der Zusammenführung der niederösterreichischen Landespflege- und Betreuungszentren gemeinsam mit den Kliniken in die Landesgesundheitsagentur. Alle 27 Standorte der Kliniken und alle 50 Standorte der Pflege- und Betreuungszentren unter einem Dach aus einer Hand geführt. Das hat ganz große Vorteile. Patientenversorgung kann ab sofort nicht mehr nur vertikal oder nur horizontal, sondern in alle Richtungen gedacht werden. Und das war gleichzeitig unser großer Vorteil, den wir in dieser Situation hatten, dass wir hier tatsächlich auf die Ressource von 27.000 Mitarbeitern aus einer Hand zugreifen konnten. Wir haben in den Kliniken den Betrieb auf die notwendigste Versorgung heruntergefahren. Das ist unter Anführungszeichen der leichtere Teil der Übung. Der viel schwierigere Teil findet jetzt gerade laufend evaluiert, täglich durch die Krisenstäbe beobachtet statt, nämlich das Wiederherauffahren und das Wiederannehmen von planbaren medizinischen Leistungen, weil natürlich auch die Versorgung nicht zu kurz kommen soll, jetzt nach der Krise und nicht nur Corona-Patienten versorgt werden müssen, sondern auch alle Patientinnen und Patienten, die in nicht mehr unmittelbarer Vitalbedrohung stehen, aber dennoch mit Schmerzen und mit Therapien und mit Diagnostik versorgt werden müssen. Jede Krise hat aber auch eine große Chance und unsere Chance liegt darin, all das zu nützen, was wir dabei lernen konnten. Die wichtigste Lehre ist, dass wir uns in der Post-Management-Ära befinden, nämlich tatsächlich dort, wo Leadership gefragt ist, in allen medizinischen und pflegerischen Bereichen und auch in den Support-Prozessen. Entscheidungen unter Unsicherheit treffen, das galt es in der Krise ganz besonders hervorzustellen und jetzt die Evidenz dafür auch zu bewerten, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und was müssen wir in Zukunft besser tun. Das Gute beibehalten und hinterfragen und möglicherweise auf das noch Bessere zu wechseln, das wird die große Herausforderung der nächsten Wochen sein. In dieser Situation versuchen wir uns auch wissenschaftlich begleiten zu lassen. Du hast schon die universitäre Situation in Niederösterreich angesprochen. Die Donau-Universität ist ganz vorne mit dabei, die Karl-Landsteiner Privatuniversität. Und wir sind natürlich auch auf regen Austausch auf allen Ebenen, damit wir hier die Evidenz erzeugen können, damit wir eben für die nächste Situation und für eine etwaige weitere Welle auch gut gerüstet sind. Vielen Dank. Ich möchte gleich mit dir, Bernhard, die nächste große und dann schon abschließende Runde einleiten mit zwei Themenblöcken, die mich in der Reflexion von allen vier Gästen interessieren und eben bei dir beginnen, Bernhard. Der erste ist die Versorgung der Patientinnen und Patienten, die nicht Covid-19 erkrankt waren oder sind. Und auch, was es zu bedeuten hat, dass die Statistik behauptet, dass etwa im März die Herzinfarkte um ein Drittel zurückgegangen sind. Also wie ist das einzuschätzen, was sich da durchaus auch im Gesundheitszustand der Menschen getan hat oder warum uns die Statistik hier möglicherweise anlügt, wie man das sprichwörtlich sagt. Und eben auch, wie die Patientinnen und Patienten ohne Covid behandelt werden konnten und werden können. Das interessiert mich auch von allen Seiten und meine Abschlussfrage ist dann noch die nach der Prognose für die zweite Welle. Wie siehst du das, Bernhard? Also ich fange von vorne an. Ich glaube, dass wir bei der Statistik extrem sorgfältig und vigilant sein müssen, was die Auswertung der Daten betrifft, weil zum einen natürlich Patientinnen und Patienten in der Covid-Situation den Hausverstand vermehrt und stärker eingesetzt haben und wegen kleineren, ich sage es jetzt bewusst provokant, Wehwehchen, nicht unbedingt ein Klinikum aufgesucht haben. Wir haben den Riesenvorteil, dass wir mit der Gesundheitshotline 1450 auch eine sehr gute Steuerung vornehmen konnten, welche Patienten zu welchen Zeitpunkten an welchen Orten idealerweise versorgt werden konnten. Niederösterreich hat sehr früh angefangen, explizit Covid-Standorte zu definieren. Das Landesklinikum Melk war einer der ersten Standorte und dort wurde gute Erfahrung auch gesammelt. Dass die einzelnen Krankheitsbilder nicht mehr in der Häufung aufgetreten sind, wie wir sie jetzt schlussendlich in einer Normalzeit beobachten konnten, das ist für uns noch nicht definitiv geklärt. Wir sind hier an mehreren Hypothesen dran, eben ein geändertes Patientenverhalten, aber auch eine möglicherweise geänderte Dokumentation, die diese Details nicht in dieser Tiefe und in dieser Schärfe in der Situation erfasst hat.
Und das, was ganz wichtig ist, dass wir jetzt für die zweite Welle uns soweit resilient aufstellen. Ein sehr gutes Beispiel ist die Gemeinschafts-Joint-Venture-Produktion von Masken, die gemeinsam zwischen der Lenzing AG und Palmers in Niederösterreich angesiedelt wird, um hier die Produktion hochzufahren und selbst in Niederösterreich Masken produzieren zu können. Ein weiteres Beispiel ist, dass wir auch ganz klar die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Phasen, wo wir nicht so viele Patienten erwartet haben und gesehen haben, auch in eine Erholungsphase zurückgelassen haben, weil natürlich damit zu rechnen ist, wenn jetzt hier noch einmal eine Welle auf uns zurollen sollte, dann wieder die gesamte Humanpower des gesamten Gesundheitswesens gefordert ist. Und schlussendlich wird man auch überlegen müssen, ob die guten eingeführten Dinge, das elektronische Rezept, das wir jahrzehntelang diskutiert, gefordert, uns gewünscht haben, durch eine, ja, ich möchte es fast sagen, durch eine Disruption, die keiner in dem Virus gesehen hätte. Vor allen Zeiten hätten wir an Digitalisierung als disruptiven Faktor gedacht, an vielleicht neue Methoden, an Naturwissenschaften. Keiner hätte jemals daran gedacht, dass ein Virus die Disruption auslöst. Jetzt sind wir in dieser Situation. Das Gute muss weiter behalten werden. Und das elektronische Rezept ist zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie uns die Krise hier auch helfen kann, in eine nächste Stufe des Gesundheitswesens zu kommen. Vielen Dank. Also tatsächlich vorausschauendes Leadership, das dem Management vorangeht. Danke für die Einblicke ins Landesklinikum St. Pölten, ins Universitätsklinikum St. Pölten und eure Arbeit dort. Markus Grimm, was ist deine Sicht auf diese beiden Themenblöcke? Also grundsätzlich ist es so, dass derzeit sukzessive der Betrieb, der ja massiv umgestellt wurde, auch in Richtung Kohortensysteme, also dass Teile der Teams im ärztlichen Bereich zu Hause waren und sich abgewechselt haben, um hier das Infektionsrisiko möglichst niederzuhalten, beziehungsweise viele da auch dann in Homeoffice waren in diesen Phasen, allmählich jetzt wieder in Richtung Normalbetrieb sukzessive umgestellt wird. Und auch ein wesentlicher Faktor in dem Zusammenhang sind die flächendeckenden Testungen, die im medizinischen Bereich hier beim Personal, aber auch bei Patientinnen, die stationär aufgenommen werden, hier durchgeführt werden, um hier das Risiko zu minimieren. Und das ist auch ein wesentlicher Faktor, wo wir jetzt in der Lage sind, dann auch eine allfällige zweite Welle sicher besser abzufangen, weil man eben wirklich diese regelmäßigen Testungen dann eben hat und hoffentlich auch dann bald valide Antikörpertests. Und es laufen hier auch bei uns eine Reihe an Studien und über verschiedenste Projekte in diesem Bereich, wo wir intern profitieren können, aber insgesamt auch profitieren können. Und wo man dann hofft, dass eben hier eine zweite Welle erstens nicht so dramatisch sein wird und man dann gewappnet ist, weil möglicherweise hätte man die Entwicklung so vorausgesehen, wie sie ist, dann ist der Betrieb vielleicht sogar zu stark reduziert worden, aber das weiß man eben erst jetzt. Nichtsdestotrotz war immer eine Versorgung der Akutpatienten, insbesondere der Notfälle, zu jedem Zeitpunkt natürlich gewährleistet. Und da hat sich in Wien auch als positiv herausgestellt, dass es ein zentrales Spital im Wesentlichen gibt für Covid-Patientinnen und alle anderen Spitäler möglichst Covid-frei gehalten wurden. Das ist auch im AKH im großteils umgesetzt worden. Vielen Dank. Herr Marzi, darf ich denselben Ball an Sie weiterleiten? Also zu der Statistik möchte ich auch noch nichts sagen, bevor man sie nicht genau ausgewertet hat. Das kann auch ein reiner Zufall sein oder vielleicht auch das Verhalten der Personen, die halt eben zu Hause waren und weniger gereist sind, was immer. Die zweite Welle könnte kommen, aber wenn man geschickt die Maßnahmen koordiniert, und ich sage auch jetzt, so leid mir das tut, keine Konzerte zu besuchen oder nicht fliegen oder reisen zu können. Es wird halt ein besonderer Sommer sein diesmal, wo man vielleicht eben nicht diese Freiheiten hat, die wir alle so gewohnt waren. Aber das ist es einmal wert, der Gesundheit der anderen wegen. Und was ganz wichtig ist und wo ich auch immer gerne mein Wissen einbringe, daraus lernen. Die Prävention ist noch viel wichtiger, als sie vor ein paar Monaten waren. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, an der Spitze der EU-Kommission ist eine Ärztin. Dr. von der Leyen ist ja ausgebildete Ärztin. Und ich glaube, das ist fast ein Glücksfall, dass ganz oben das Verständnis für Medizin
vorhanden ist. Vielen Dank auch für die informative und gleichzeitig kompakte Zusammenfassung. Birgitta, darf ich dich um die Schlussworte der heutigen Videopodcast-Episode bitten? Gerne, Lukas. Wir haben ja Anfang März schon sehr ausführlich miteinander telefoniert, wie die ersten Corona-Nachrichten in Österreich einfach aufgekommen sind. Ich habe dir damals schon gesagt, Prophezeiungen wird es nicht geben können, weil es einfach dazu viel zu wenige Daten noch gibt. Ich bin auch sehr, sehr gern als Juristin hauptsächlich in der Spitzenforschung der Medizinischen Universität Wien tätig, mache dort das Vertragsmanagement. Mittlerweile sind wir in weit über 100 Studien beteiligt. Das Wertvolle ist einfach, dass hier ein ganz toller Austausch passiert. Die Forschung läuft auf Hochtouren. Es wird immer mehr neue Daten geben. Es wird immer fundiertere Daten geben. Ich glaube, das ist das ganz Relevante. Auch jetzt, wenn wir hernehmen, die zum Beispiel eine Antikörperstudie, an der ich einfach, für die ich die Verträge zum Beispiel machen durfte, eine internationale Antikörperstudie, gefördert von noch Mitteln der Europäischen Union. Man merkt hier dieses Zusammenrücken. Man merkt einfach, dass Forschung ganz stark jetzt betrieben wird, auch in Österreich viele Töpfe geöffnet wurden. Und damit wird man einfach fundiertere Daten bekommen und dann auch besser handeln können. Das ist das eine von der medizinischen Seite. Von der Seite, die wir einfach in der Politik erleben, ist es ganz klar diese, dass es die Freiwilligkeit, glaube ich, nach wie vor ein ganz, ganz wertvolles, ein wertvoller Begriff ist. Sei es, dass wir jetzt über die Teilnahme bei einer Corona-App sprechen oder bei unterschiedlichen Dingen, die einfach jetzt neue Entwicklungen ermöglichen, ja, dass man da schon ganz stark auch den mündigen Bürger mit ins Boot holt und einfach da schon ihm auch zutraut, mit einer gewissen Art von Selbstverantwortung da jetzt auch aktiv an einem Krisenmanagement teilzunehmen, weil das ist das, was ich wirklich in den letzten Wochen extrem positiv wahrgenommen habe in Österreich, dass doch eine sehr starke Partizipation jedes Einzelnen stattgefunden hat und einfach wirklich dieses Aufpassen aufeinander. Und das, glaube ich, ist was sehr Positives. Und was uns dann mit dem Hintergrund von besseren medizinischen Daten und fundierteren Statistiken sicherlich in einer, sollte sie kommen und hoffentlich nicht so massiv, wie es in anderen Ländern einfach passiert ist, einer neuerlichen Welle, dann wird uns das sicherlich viel helfen. Vielen, vielen Dank für diesen auch durchaus zuversichtlichen Zukunftsausblick und die positiven Lehren, die wir auch ziehen können aus der bisherigen Pandemiebewältigung. Danke an euch und Sie alle für die Zeit, für die Einblicke. Ich freue mich auf eine Begegnung im echten Leben, hoffentlich dann nach der Pandemie möglichst bald. Wünsche alles Gute, gesund bleiben und dass alle Projekte, an denen Sie und ihr arbeitet, gut aufgehen. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Danke. If somebody reacts with violence to a solution proposal, this is not a reliable partner. We have lost Great Britain and Northern Ireland. We should do all that we can not to lose the Western Balkans as well. Ich sage das deshalb, weil in Europa die europäischen Werte, die universale Werte sind, auch gelebt werden.